Die Highlights der Lausitzer Füchse werden euch präsentiert von Mucke und Weinholdbau GmbH. Neu- und Umbau, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten. Ja, damit sagen wir nochmal Hallo, herzlich willkommen allen hinzugekommenen Spray-TV-Zuschauern hier in der Vieis Arena, 18. Spieltag in der DEL2. Herzlich willkommen, hallo. Kollege gewinnt für die Füchse. Ja, ist da drin! Einfach kurz und trocken. Einfach mal vors Tor gespielt und den Schläger reingehalten. Das 1:0 für die Füchse. Der Pass ohne Ankündigung von Nick Ross und Fjodor Bojarchinov steht da goldrichtig und lupft die Scheibe oben rechts in den Winkel. Keine Chance für Cody Brenner. McKnight, der Topscorer. Und Kirka Beschim wieder mit dabei. Ah. Und jetzt, was ist hier los? Keine Füchseverteidigung. Anschitschka zur Stelle. Wo sind die Verteidiger der Füchse? Scheibe raus. Boah. Martin. Ja. Vielleicht jetzt die Möglichkeit für Martin. Tor! Irre. Unglaublich. Doppelschlag in der im ersten Spielabschnitt. Jonathan Martin. Und hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Was für ein Tor. Wunderschöne Einzelleistung. Ja, dann steht wieder Thomas die Chance. Heinz und die nächste Tormöglichkeit und der Schiedsrichter zeigt das Tor an. Das 3:0 für die Füchse, ich werde ja irre hier. Es war nicht ganz eindeutig, aber ich glaubte auch die Scheibe hinter der Torlinie gesehen zu haben. Aber das war die Aktion hinter dem eigenen Tor. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer von den Steelers dort die Scheibe vertändelt hat. Das war äußerst clever von den Füchsen gespielt. Und Riesenparade von Anschitschka. Was für eine Parade, was für ein Save von Anschitschka. Achtung, Bietigheim bleibt gefährlich. Ja, das war jetzt das erste richtig gute oder die zwei ersten richtig guten Ausrufezeichen. Und jetzt geht schon wieder in Richtung Brenner. Hietz. Wie gewohnt, in ruhiger Manier. Achtung. Aber jetzt Achtung! Und erneut Anschitschka. Wieder. Und dann ist es Tomasz Andres, der die Scheibe aus der Gefahrenzone bringt. Mit der Leinsmann kurz die Scheibe angehalten. Schwarz. Vor's Tor! Tor! Und Tor! Das 4:0. Und Cody Brenner ist bedient. Cody Brenner ist bedient. Was ist denn hier los? Nach dem Spiel gegen Landshut, ich verstehe die Welt nicht mehr. 4:0 für die Lausitzer Füchse und Cody Brenner aus dem Kasten macht Platz für den Backup. Jetzt kann das Pulli ausgeführt werden. An der blauen Linie Stefan und Anschitschka. Mit der Stockhand. Ja. Und Stefan schüttelt den Kopf. Ja, gut gesehen, Hüfner. Auf was in der Mitte, freilich frei. Anschitschka! Was für eine Möglichkeit ist für die ja Steelers. Unglaublich. Wie Ryan Schwarz, der kommt da nicht an die Scheibe und dann gibt es Icing. Aber was für eine Aktion von also Tobias Anschitschka. Mega Möglichkeit. Hier und jetzt nochmal und auch und nur dann ist Jakob, rübergewischt. Dann ist Jakob Kania da, der das Ganze nochmal vereitelt. Gewäschchen. Dietz ist mit. Dietz. Fabian Dietz! Aus dem Nichts. Unglaublich, da stand Fabian Dietz. Zwar gedeckt von einem Bietigheimer, aber nutzt seine Chance aus der Drehung. 5:0. Aber dieses Tor hat sich Fabian Dietz auch selbst erarbeitet. Ja, nicht konsequent verteidigt. Und Fabian Dietz aus der Drehung. Auch kein Vorwurf an Leon Dubrava. Ja, der geht genau auf die falsche. Ja, Füchse lassen die Scheibe gut drin. Glück gehabt. Achtung, boah, unterbrechen bitte. Ich denke mal genau kurz vor halb hier abbekommen. Das tut natürlich verdammt weh, ja. Hier sehen wir es nochmal. Ja, und dann bitte sportliche Fairness walten lassen. Ja, hoffen wir, dass nichts weiter passiert ist. Max die 3 ist es, Prommersberger. Ja, Max Prommersberger, ja. Oh ja. Ah. Ja, das sieht nicht ganz so gut aus. Wünsche mir schnelle Genesung. Ja, alles Gute für Max Prommersberger. Wir, dass wir ihn heute nochmal wiedersehen. Schien. Steelers. Jetzt Achtung, Riesenmöglichkeit dort.
Oh, selbst McKnight scheitert. Achtung, Maske. Ja, den hat Anjutscha direkt auf die Maske bekommen. Zeigt er das sofort an. Achtung! Oh, vor der Linie! Riesendusel für die Füchse. Achtung, Köpperschen auf der anderen Seite. Jetzt Tor 6:0 für die Lausitzer Füchse. Kehl Köpperschen hat er seine ganze Klasse gezeigt. Ronald und die Fans in Bietigheim, die werden uns das sicherlich entschuldigen, wenn wir sagen, die Steelers, die lassen hundertprozentige Chancen. Die Scheibe vor der Linie und im Gegenzug machen die Füchse das 6:0 und Linienrichter spielt mit. Der Linesmann nochmal im Weg. 15 Sekunden noch und dann ist der letzte 10 Sekunden. Sieg. Oh, es geht sich für die Lausitzer Füchse in diesem Jahr unter Dach und Fach im letzten Spiel des Jahres. Ich denke mal, auch die Steelers werden froh sein, das ist vorbei. Matt McKnight. Ja, und da ist die Begegnung zu Ende. Was für ein Wahnsinnsspiel. Thomas, im Prinzip, es ist eigentlich schon fast alles gesagt. Die Steelers haben ihre Chancen heute nicht genutzt. Ja.